Hey, schön, dass du eingeschaltet hast zu Neonight. Ich freue mich, dass du hier bist und ich hoffe, dass Gott zu dir spricht. Und deswegen will ich ganz kurz am Anfang beten. Herr Jesus, hab Danke für, dass du hier bist. Hab Danke für, dass du mit deinem Heiligen Geist kommst und zu uns sprichst. Ich bitte dich, dass wir das behalten dürfen, was du uns heute aufs Herz gibst. Und ich bitte dich dafür, dass du den Raum erfüllst, die Menschenherzen bewegst und bei uns bist. Amen. Okay. Ich habe mir in der letzten Zeit ein bisschen Gedanken gemacht über so YouTube, TikTok, Instagram und so weiter und so fort. Warum? Weil mir jetzt aufgefallen, es gibt so unglaublich viele Influencer, also junge Menschen, die unglaublich viel Einfluss haben. Warum? Weil sie einfach nichts machen. Also sie machen wirklich wenig, vielleicht die einen tanzen gut oder manche können vielleicht sogar singen, aber es ist eigentlich so nichtssagend, okay? Also die Menschen werden berühmt aus den verrücktesten Gründen heraus. Und in Amerika noch viel mehr als hier werden die richtige Stars. Sie bekommen, also die haben massig an Geld und sind richtige Stars eben. Und ich habe mir gedacht, hey, wie eigentlich? Also ihre YouTube-Videos und ihre Instagram-Bilder haben unglaublich viele Likes und Klicks und Daumen nach oben. Aber ja, sie machen eigentlich nichts. Das ist eigentlich so ungerechtfertigt, dass sie überhaupt berühmt sind. Ja, und vielleicht kennst du es auch, vielleicht ist bei dir jemand in der Schule oder in der Uni, in der Arbeit, der viel größer, schöner, hübscher, berühmter ist als du und du denkst dir manchmal, es ist so unfair. Warum kommt das so viel besser bei den Menschen an? Warum kann ich das nicht so gut wäre? Und wenn wir in die Bibel mal schauen, dann will ich euch so ein bisschen was zeigen zu dem Thema und ein bisschen was mitgeben. Und zwar lesen wir heute Römer 3, Vers 23. Das könnt ihr schon mal raussuchen. Und genau. Und da steht: Denn es ist hier kein Unterschied. Sie sind alles am Sünder und am Mangeln des Ruhmes, den sie bei Gott haben sollten. Und sie werden ohne Verdienst gerecht aus seiner Gnade durch die Erlösung, die durch Christus Jesus geschehen ist. Mir geht es vor allem um den zweiten Teil. Und zwar geht es darum, dass wir ohne Verdienst gerecht sind. Durch die Erlösung, die durch Christus Jesus geschehen ist. Und zwar, es ist unfair, es ist ungerechtfertigt, dass Gott uns liebt, dass wir in Gemeinschaft mit Gott sein können. Wenn du das Evangelium noch nie gehört hast, hier ganz kurz die Kurzfassung. Und zwar, Gott liebt dich, ja. Wir haben gesündigt, also wir werden von Gott getrennt, von etwas, was sich Sünde nennt. Das sind all die schlechten Dinge, die wir tun und getan haben. Gott ist für uns gestorben, also Jesus ist auf die Welt gekommen und ist für uns am Kreuz gestorben, damit wir wieder in Gemeinschaft mit ihm sein können. Und jetzt ist die Frage, ob du ihn annehmen willst. Und das ist das Evangelium, okay? Also Gott ist für dich gestorben. Und es ist so ungerechtfertigt, okay? Das ist einfach nur unfair. Ich glaube, das mit der größte Skandal in der Weltgeschichte, in der Bibel vor allem, ist, dass Gott dich liebt. Es ist so unfair und es ist so ungerechtfertigt, dass Gott für dich am Kreuz gestorben ist. Es macht überhaupt keinen Sinn. Es macht keinen Sinn, dass Gott für dich gestorben ist. Aber weißt du was? Er ist nicht nur für dich gestorben, sondern es macht auch null Sinn, dass er für mich gestorben ist. Ich bin wahrscheinlich noch viel schlimmer als du, okay? Es ist noch viel unfairer, dass Gott für mich gestorben ist, als für dich. Ich kenne mich ja selber, es ist einfach nur Schwachsinn. Wie oft ich Gott schon den Rücken zugekehrt habe, ihm Nein gesagt habe, ihn nicht auf ihn gehört habe oder ihn verflucht habe, ihn angeschrien habe, ich sauer auf ihn war. So viele Dinge, wo es einfach keinen Sinn macht, dass Gott mich liebt. Aber weißt du was? Das ist eine biblische Wahrheit und das sehen wir immer wieder in der Bibel, wie sich Gott zu den Menschen stellt, wie Gott die Menschen liebt und wie Gott dich liebt, wie Gott mich liebt und wie er für uns alle gestorben ist. Und es ist so verrückt, wie
wie Gott sich einfach von seinem Himmel herunter bewegt, nur weil wir missgebaut haben. Und es ist dumm einfach. Aber weißt du was? Gott liebt dich so sehr, dass er alles für dich gibt, okay? Er gibt seinen eigenen Sohn. Er ist immer bei dir. Er passt immer auf dich auf. Und wie wir in Matthäus 6 lesen, er sorgt sich um dich. Er kümmert sich um dich. Er lässt dich nicht alleine. Er versorgt dich mit Essen, mit allem, was du zum Leben brauchst. Ja? Du bist nicht alleine in der Welt. Und das will ich dir heute mitgeben. Du bist nicht alleine in der Welt. Gott ist immer bei dir. Gott liebt dich. Und ja, es ist ungerechtfertigt. Es ist Schwachsinn, okay? Aber Gott liebt dich. Und warum tut Gott das alles? Weil er dich wie ein Vater liebt. Es ist so zu vergleichen, wo du sagen kannst, okay, ich bin zum Beispiel ein Kind von meinen Eltern. Ich bin ein Kind von meinen Eltern und ob ich jetzt von zu Hause ausziehe oder ob ich mal sauer auf die bin, das ändert nichts daran, dass ich ein Kind von meinen Eltern bin. Und so ist es mit Gottes Liebe zu uns. Egal was wir machen, egal wie wir Gott anschreien, wie wir ihn nicht mögen, ihn irgendwie aus unseren Gedanken verbannen oder einfach nur missbauen, Gott liebt dich. Ja? Egal was du tust, du kannst nichts daran ändern, es ist immer so, dass Gott dich liebt. Gott ist immer da für dich. Gott ist die liebende Person. Wie könnte er anders, als dich nicht zu lieben? Und nimm das heute mit. Erinnere dich immer wieder daran, dass Gott dich liebt, egal was du tust. Ob du gerade wirklich missgebaut hast und dir denkst, ich bin es nicht wert, oder ob es dir gerade gut geht, aber du vielleicht das wieder vergessen hast. Gott liebt dich. Und weil Gott dich liebt, will ich dir jetzt kurz Zeit geben, dass du kurz Zeit mit Gott verbringst. Dass du kurz zu ihm betest. Also letzten Endes, wenn du nicht weißt, was Beten ist, du redest einfach mit Gott. Du sagst ihm, hey, Gott, irgendwie wusste ich das noch nicht. Irgendwie habe ich das noch nicht richtig ganz begriffen, dass du mich liebst, egal was ich tue. Rede mit ihm. Bring ihm sowas einfach hin und entschuldige dich vielleicht auch für Dinge, wo du genau weißt, die waren irgendwie falsch. Aber wichtig ist, dass du zu Gott kommst. Und ich will dir jetzt eine Zeit geben und wir werden gleich ein Lied hören, wo du die Zeit hast, um mit Gott Zeit zu verbringen, wo du mal ihm einfach auch Lieder singen kannst, ihn so quasi ehren kannst. Genau, nimm das in Anspruch und versuch dich einfach mal aus. Rede zu ihm, bete zu ihm und genieße seine Gegenwart. Nice. Welche Liebe fließt dort vom Kreuz zu uns? Sie macht alles schön, was sie berührt. Welche strömt dort vom leeren Grab zu uns. Sie durchdringt die tiefste Finsternis. Jesus hat die Schuld bezahlt, als er am Kreuz dort hat er für uns den Tod besiegt. So sehr hat Gott die Welt geliebt. Welche Gnade er duldete all den Spott und Hohn.
So sehr hat Gott
die Welt kennt. Yes. Hammer, dass ihr heute dabei wart bei der Neon Night. Ich hoffe, es hat euch gut gefallen und ihr konntet Gott so ein bisschen besser kennenlernen, begegnen. Genau, wir haben noch ein paar Sachen, die anstehen. Also passt nochmal ganz kurz auf. Und zwar haben wir am 11.07., okay, es ist diesen Samstag, haben wir unsere erste Live-Neon Night. Also nicht online live, sondern in echt, also mit anfassen. Ja, und dazu kommt ihr, müsst ihr euch anmelden. All die ganzen Informationen, die jetzt gleich kommen, stehen sowieso in der Infobox. Also schaut einfach mal rein. Genauso wie die Kleingruppen, die will ich auch noch ganz kurz bewerben. Es ist so wichtig, dass ihr miteinander im Glauben euch austauscht und im Glauben lebt. Deswegen komm in eine Kleingruppe. Und wenn du noch keine hast, schau in die Infobox. Alles andere, also wenn du uns schreiben willst, Gebetsanliegen, sonstige Sachen, steht alles in der Infobox. Guck kurz rein, wenn dich was interessiert. Und schreib uns. Gottes Segen dir. Tschüss, arrivederci. Ja. Was hast du gesagt? Arrivederci.